In diesem Video möchte ich zeigen, warum es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass das amerikanische WTI-Öl bald wieder unter die Marke von 0 Dollar fallen wird. Und ich versuche auch zu zeigen, dass wahrscheinlich Millionen von Amerikanern dabei sind, sich finanziell zu ruinieren. Privatinvestoren, die leider nicht verstehen, was an diesem Markt passiert und die sich dann wundern werden, weil sie sozusagen wirklich finanziell ruiniert sind, und andere, die kapieren, was da läuft, die werden aus diesen naiven Menschen leider Profit schlagen, aber der Reihe nach. Schauen wir uns zunächst mal an, was ja heute Nacht schon mal wieder passiert ist. Wir sehen hier drei verschiedene Laufzeiten des Öl-Future-Kontrakts, des CL, also des amerikanischen WTI-Öl, und wir sehen, dass der nächstliegende, der CLN20, hier schon richtig abstürzt, während die beiden länger zur Abrechnung stehenden Ölkontrakte sich relativ wenig bewegt haben. Was ist da los? Zunächst mal haben wir ja das Problem, dass die Ölproduzenten gar nicht wissen, wohin mit dem Öl. Deswegen wird es massenhaft auf Tankern gelagert. In 3 bis 4 Wochen, so Goldman Sachs, wird auf Land nichts mehr frei sein an Lagerstätten. Deswegen verschiebt man das weltweit im Prinzip auf Tanker, weil man gar nicht weiß, wohin mit dem Öl. Warum ist das so? Weil die Nachfrage natürlich komplett kollabiert ist. Hier sehen wir einige Nachfragesituationen. Die wichtigste sehen Sie hier, das ist die Benzinnachfrage in den USA. Die ist derzeit etwa auf dem Niveau der 1960er Jahre in den USA, klar durch den Lockdown. Das heißt, da wird weiter ja Öl produziert, aber die Amerikaner fahren viel weniger mit dem Auto aufgrund des Lockdowns, und das schafft eben diese Imbalance, schafft dieses Ungleichgewicht. Und jetzt kommt noch ein Sonderfaktor hinzu, der mit den amerikanischen Privatinvestoren zu tun hat. Es gibt nämlich ein ETP, ein Exchange Traded Product, mit dem Namen USO, und das ist sozusagen jetzt ein richtiger Volkssport geworden für die Amerikaner, sich da rein zu investieren im Glauben, ja, da kann nichts schief gehen, ich kann mein Investment maximal verlieren, was falsch ist, sie können mehr verlieren, als sie investiert haben, weil sie praktisch in einer Future-Struktur sich befinden. Jedenfalls sehen wir, dass es hier schon zu gewissen Turbulenzen kommt. Wir sehen hier diesen USO, das ist praktisch das, was wie ein ETF funktioniert, heißt aber ETP, weil es eben ein Exchange-Traded Product ist, also ein börsengehandeltes Produkt, das besteht im Ölsektor praktisch, oder hatte die Future-Kontrakte CLK, May Delivery, wir haben den CLM, June Delivery, und wir haben July und eben August Delivery. Das heißt, jemand, der zum Beispiel diesen Kontrakt kauft, der ist verpflichtet zu liefern, wenn er ihn gekauft hat, oder er ist verpflichtet eben, beziehungsweise einzulagern, wenn er ihn gekauft hat, und er ist verpflichtet, Öl faktisch zu liefern, wenn er es verkauft hat. Das ist ein riesen wichtiger Unterschied im Vergleich zu Brandöl. Da haben wir das sogenannte Cash Settlement, das heißt, diese Futures laufen aus und dann wird Cash abgerechnet. Ich muss also das Öl nicht liefern. Das ist im amerikanischen Öl anders. Dieser CL-Kontrakt ist ein physischer Lieferungskontrakt. Ich muss also entweder liefern oder ich muss Öl einlagern. Jetzt ist die Situation so, dass wir jetzt also sehen, dass hier langsam wieder der Verfall kommt. Wir hatten den Mai-Future, der verfallen ist bereits. Da gingen die Preise ja auf minus 40 Dollar, weil diejenigen, die hier auf der Long-Seite waren, dieses Öl gar nicht einlagern konnten und deswegen bereit waren, praktisch Strafpreise, Negativpreise zu erzielen für das Öl, das sie haben, weil sie es nicht einlagern können. Das ist da passiert. Und was wir hier sehen, sind diese verschiedenen Kontrakte mal mit Laufzeit. Der CLK20, das ist der Mai-Kontrakt, der ist abgelaufen. Jetzt sind wir im CLM20, das ist der Juni-Kontrakt. 20 steht für die Jahreszahl, M steht für den Monat Juni. Es gibt ja auch im Indexbereich meistens Ablauf-Futures, also zum Beispiel der DAX-Future, da haben wir einen März, einen Juni, einen September und einen Dezember-Kontrakt. Und das ist eben hier beim Öl auch so, nur dass die Futures eben monatlich verfallen. Wir haben also viel mehr Futures praktisch da draußen. Und so ist eben jetzt klar, dieser derzeitige Juni-Kontrakt, der wird am 20. Mai verfallen. Das heißt, diejenigen, die Richtung 20. Mai da noch drin sitzen, die haben ein Riesenproblem, weil sie dann das Öl irgendwie selber lagern müssen, wenn sie auf der Long-Seite sind. Und genau das wird jetzt das Riesenthema werden. Schauen Sie sich das mal an hier. Sehen wir den Unterschied zwischen dem Juni-Kontrakt, der ist bei 12,25 Dollar. Wir sehen den Juli-Kontrakt bei 18,26 Dollar, etwa vor 15 Stunden.
Und wir sehen den August-Kontrakt bei 21,56 Dollar. Was hier ja der Fall ist, ist, dass die weiter hinten liegenden Futures, die weiter entfernt liegenden Futures deutlich höher stehen, weil eben dieses Einlagerungsproblem nicht wirklich der Fall ist. Was jetzt faktisch abläuft, das sehen wir in der folgenden Grafik. Wir sehen nämlich schon, dass wir negative Preise bei einigen Optionen haben. Zum Beispiel hier sehen wir das bei dem Juni-Kontrakt bei Optionen. Da sehen wir, da werden negative Preise gestellt. Das ist ein Vorbote wahrscheinlich, auch wenn das Volumen hier relativ dünn ist, ein Vorbote dessen, was da kommen wird. Heute wird dieser USO, dieses ETP, dieses Öl, ETF ist es nicht genau, es ist ein ETP, wird heute gesplittet. Es hat einen sogenannten Reverse Split von 1 zu 8. Das heißt, dieser USO kostet derzeit etwa 2 Dollar. Jetzt wird dieses USO dann auf 16 Dollar gestellt, um und bei. Und jetzt denken viele Privatinvestoren, wie hier Jim Bianco zeigt in einem Podcast, der sehr, sehr sehenswert ist, dass viele glauben, ja, das sieht jetzt ganz ähnlich aus wie der faktische Ölpreis und Öl wird steigen on the long run, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen fällt. Insofern investiert man sich dann in dieses Öl-ETP und weiß gar nicht, was man da wirklich tut. Denn jetzt kommen die Produzenten auf die Agenda, die Öl produzieren. Was ist deren größtes Problem, wenn sie Öl produzieren, das derzeit keiner nachfragt? Sie müssen es einlagern. Einlagerstätten werden immer knapper, es wird immer teurer. Also haben sie ein Riesenthema. Wenn sie aber jetzt jemand haben, der ihnen dieses Öl abkauft, nämlich die amerikanischen Privatinvestoren über diesen USO-ETP, dann können sie weiter produzieren, fröhlich, denn sie wissen ganz genau, aha, diejenigen, die kaufen das, ja, und dann müssen die eben gucken, wie sie es einlagern, nicht wir Produzenten. Das bedeutet, sie können weiter Cash generieren, indem sie eben Öl fördern, was das Angebot noch weiter verstärkt, sozusagen eine Ölschwemme noch weiter befördert, während diejenigen, die überhaupt nicht wissen, was sie da tun, dieses Öl abkaufen, im Glauben, naja, irgendwann wird der Ölpreis steigen und unter Null kann dieses USO nicht fallen. Das stimmt aber nicht, dieses ETP kann negativ werden und dann sind die Leute in der Nachschusspflicht, dann sagt der Broker, Junge, du musst jetzt aber mal 5.000 Dollar nachschießen, du hast ein Riesenproblem, dann sagt er, kann ich nicht, bin jetzt arbeitslos geworden kürzlich. Und dann muss entweder der Broker, der Future Broker das bezahlen oder es muss das Clearinghouse bezahlen, aber einer muss es bezahlen, denn das sind Kontrakte, die erfüllt werden müssen. Wir stehen also vor einem perfekten Sturm, der sich jetzt gerade hier abzeichnet, wo wir mehr oder weniger jetzt den finanziellen Ruin von Millionen von Amerikanern sehen. Und das sind verdammt viele. Wir sehen hier Robinhood, das ist ein Fintech, das 10 Millionen Kunden hat. Und das meistgehandelte Produkt ist der USO. Und das ist ein Long-Only-Produkt. Das geht nur long. Man kann also nur auf steigende Preise, nicht auf fallende Preise spekulieren. Auf fallende Preise kann ich nur mit dem Future, mit dem Öl-Future, mit dem CL, aber nicht mit dem USO spekulieren. Und jetzt denken eben diese Herrschaften, okay, der Ölpreis geht runter, irgendwann wird er steigen. Und wir sehen hier die Anzahl der Kontrakte, die bei Kunden von Robinhood, diesem Fintech, gehalten werden. 10 Millionen Kunden haben die. Und das ist mit Abstand das meistgehandelte Produkt. Das heißt, die Anzahl der Kontrakte, die man hier hält, der ETPs, die man hält, die geht massiv nach oben. Und diese Leute, die werden in massive Schwierigkeiten kommen, die ich vorhin versucht habe zu erklären. Jetzt sehen wir auch, dass Fitch übrigens davor warnt, dass die Energiebranche sehr, sehr viele Pleiten erleben wird, aufgrund eben der Nachfrage-Angebotssituation, die jetzt durch diese Mechanik im Markt, die ich versucht habe zu beschreiben, faktisch noch verstärkt wird. Das wird also dazu führen, dass noch mehr Öl produziert wird und manche Leute, die nicht kapieren, was da gespielt wird, dieses Öl kaufen und mit diesem Öl dann ziemlich dumm aus der Wäsche gucken werden. Wir sehen hier, wie stark die Volatilität zugenommen hat. Wir sehen, wie stark jetzt die Default Rates steigen werden. Auch das hier von Fitch. Man erwartet also, dass wir jetzt das größte Volumen an ausfallenden Anleihen haben seit 2016 und ich glaube, es wird noch schlimmer. Hier haben wir zum Beispiel mal eine Auflistung von Unternehmen, die jetzt kürzlich Insolvenz angemeldet haben nach Chapter 11 in den USA. Jetzt vor zwei Tagen Diamond Offshore Drilling, davor war es Whiting Petroleum etc. etc. Also das ist schon ein gewisses Massensterben. Kommen wir jetzt noch abschließend zu einem anderen Thema. IFO vorhin mit dem IFO Beschäftigungsbarometer. So stark abgestürzt wie noch nie und man sagt, die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird steigen. Das ist natürlich der Fall und vielleicht noch ein paar Bemerkungen zu Gold. Da haben wir das Gegenteilige.
Da ist die Nachfrage nach physischem Gold massiv gestiegen weiterhin. Das sehen wir hier zwischen zum Beispiel die Gold Coin Sales sind so stark gestiegen wie seit der Krim-Krise nicht mehr, als ja viele gefürchtet haben, okay, da könnte ein Krieg ausbrechen. Also hier sehen wir das Gegenteilige zum Öl, was da passiert. Und hier vielleicht noch ein kleiner Hinweis, Earnings per Share. Heute geht ja die US-Berichtssaison los mit Alphabet oder hat schon angefangen, aber jetzt beginnt sozusagen die großen Player zu berichten im Tech-Bereich. Wir sehen hier den Consensus EPS Earnings per Share im Vergleich zur Entwicklung der Aktienmärkte global. Aber sei es drum, schauen wir uns mal ein paar Charts an. Was wir hier sehen, ist der S&P 500 im Tageschart. Hier sehen wir, ging es jetzt in den letzten Minuten wieder nach oben, die sogenannte Asien-Rampe. Wir sind bei 2876 und die Charts von Capital.com. Wir schauen uns den DAX an. Was wird das für diesen Index bedeuten? 10.680. Wir sehen, Gold ist unter Druck gekommen heute nach 1694. Wir sehen das amerikanische Crude Oil weiter unter Druck, $13,75. Das ist ja hier sozusagen ein Kassa-Index, der von dem Broker im Prinzip aus verschiedenen Future-Kontrakten zusammengewürfelt wird und dann wird ein Preis gestellt. Und wir sehen Brentöl, das derzeit auch wieder nach unten geht, $22,33. Aber anders strukturiert ist im Future vielleicht alles ein bisschen kompliziert, aber die Message ist, wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit eine weitere Ölflut sehen, weil die Ölproduzenten checken, dass die amerikanischen Privatinvestoren nicht kapieren, was da los ist. Deswegen können sie mehr Öl produzieren, um Cash zu generieren. Sie brauchen ja Liquidität, also werden sie Öl produzieren müssen, um diese Liquidität zu erreichen. Die amerikanischen Privatinvestoren, die nicht kapieren, was abläuft, kaufen dieses Öl. Während gleichzeitig die Produzenten eben durch Short-Verkäufe oder durch Short-Positionen im Öl-Future diese ganze Geschichte abwickeln. Und das ist ein Drama, das im Grunde mit Ansage hier passiert. Und dieses Drama, das wird in den nächsten Tagen wieder sich richtig vor unseren Augen entfalten. Das ist sozusagen die Takeaway-Message, die ich Ihnen geben wollte. Und jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in den Tag. In Asien ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Man wartet jetzt wirklich auf die Berichtssaison, auf die Tech-Zahlen und dann auf die fetten Morgen. Ich sage Servus und Ciao.